Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Video, auf das wir alle warten. Jahresfavoriten 2023. Ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, dass es schon wieder so weit ist. Aber heute starten wir mit Teil 1 der Drogerie-Jahresfavoriten. Ich habe mich dafür entschieden, dass wir das Ganze dieses Jahr so ein bisschen aufteilen, denn es sind einfach dieses Jahr so viele spektakuläre Produkte rausgekommen, dass ich nicht allen Produkten gerecht werden kann, wenn ich nur ein Video dazu mache. Es gibt mehrere Blushes, es gibt mehrere Bronzer, es gibt mehrere Foundations, die ich wirklich als Jahresfavoriten zählen würde. Deswegen würde ich das Ganze gerne aufteilen. Und damit ihr den zweiten Teil nicht verpasst, abonniert unbedingt jetzt den Kanal und aktiviert die Glocke. Dafür müsst ihr zweimal auf die Glocke drücken, damit die Glocke dann auch alle Benachrichtigungen auswählt. Sonst entscheidet YouTube, wann ihr die Benachrichtigungen bekommt. Und ich würde vorschlagen, wir haben viel vor. Verlieren wir keine Zeit. Let's go. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Ich habe das Video schon mal gedreht, ja, aber irgendwas stimmte mit meinem Mikrofon nicht, sodass ich jetzt immer so ein bisschen dahin gucken muss, ob es überhaupt noch aufnimmt, denn es hat beim letzten Mal einfach aufgehört aufzunehmen. Und deswegen starten wir auch direkt mit dem ersten und das ist die Foundation. Ich habe euch auch schon gefragt, welche Drogeriefavoriten ihr dieses Jahr hattet, aber ich starte hier mit Neo Make-up. Das ist die Intense Serum Foundation Skin Improving. Und wer mir jetzt schon ein bisschen länger folgt, weiß, dass diese Foundation wirklich den Härtetest überhaupt bekommen hat. Ich habe sie im Dezember letzten Jahres für mich entdeckt, aber ich muss dazu sagen, ich habe sie hier trotzdem mit reingenommen, weil sie einfach über das Jahr hinweg am meisten von mir genutzt wurde. Das war so ein bisschen das Kriterium, welche Produkte, die ich euch jetzt hier zeige, welche Produkte, die ich am häufigsten über das Jahr verteilt benutzt habe, haben es geschafft, dass ich auf diese nicht mehr verzichten möchte. Unter anderem war es diese Foundation. Ich war anfangs recht skeptisch, was die Foundation anging, weil ich einfach nie so wirklich daran geglaubt habe, dass eine Marke, die eigentlich was mit Nägeln zu tun hat, auch Make-up rausbringen kann. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Falls ihr mein First Impression von Neo Make-up noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das einmal in der Ecke, beziehungsweise sammle ich einfach mal ein paar Videos, die ich zu den einzelnen Produkten gemacht habe, unten in der Infobox, weil die Foundation was ganz Besonderes ist. Ihr seht es erstmal direkt im Vergleich. Es ging super, super schnell, die aufzutragen und das ist das Hauptkriterium, egal was man sagt, das Hauptkriterium einer Foundation sollte sein, wie lange hält sie? Wie sieht sie nach 6 Stunden aus? Und was kann diese Foundation aushalten? Und da habe ich eine kleine Geschichte zu. Ich war im Juni oder im Juli, muss das gewesen sein, diesen Jahres, in Karlsruhe auf dem 50-Jahre-DM-Event. Und dort ist etwas passiert, was ich hätte nicht geglaubt. Ich habe die Foundation getragen. Ich musste sehr reduziert eine Make-up-Tasche packen, konnte also auch wirklich nur die beliebtesten Produkte von mir mit einpacken, weil ich bin bis nach Frankfurt geflogen und konnte keinen Koffer abgeben und musste dann stark reduzieren, hatte auch nur recht wenig Make-up dabei. Hatte unter anderem die Intense Serum Foundation mit dabei. So. An diesem Tag, wir waren in einer Halle in der Messe in Karlsruhe und es waren draußen, glaube ich, 34 Grad und drin waren 38 Grad und 5000 Leute vor Ort. Und ich habe den ganzen Tag nicht viel anderes gemacht, außer an dem Counter gestanden und Fotos gemacht mit ganz, ganz vielen von euch. Und das ist natürlich super, super anstrengend für so eine Foundation, gerade bei den Temperaturen, gerade bei der Luftfeuchtigkeit, die zu dieser Jahreszeit in einer geschlossenen Halle herrscht. Und ich bin abends nach Hause gekommen und ich sah aus wie am Anfang des Tages. Und jedes Mal, wenn ich diese Foundation trage, und ich trage sie immer, wenn ich weiß, dass ich sie lange tragen muss, weil sie einfach extrem gut hält, werde ich darauf angesprochen, warum mein Make-up noch so gut aussieht. Und das ist ungelogen, unglaublich. Und das funktioniert nur bei der. Ich habe auch ganz, ganz viele bei euch gesehen, die die auch sehr, sehr gerne mögen. Man muss dazu sagen, die Shade Range der Foundation ist nicht gut. Man muss daran ein bisschen arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass Neo Make-up das aber auch macht. Aber die Foundation, sie hält einfach. Und sie sieht extrem gut aus. Es ist ein semi-mattes Finish, würde ich sie bezeichnen. Eher etwas kräftiger von der Deckkraft. Aber die Langlebigkeit und das Finish auf der Haut ist einfach unglaublich schön. Und es ist eine Foundation, die die Haut dabei gleichzeitig noch pflegt. Vielleicht habt ihr es gehört, gerade ist das Mikrofon schon wieder ausgegangen. Gott sei Dank habe ich das Geräusch gehört. Wir hüpfen direkt weiter zu Concealer. Und da war es dieses Jahr
ehrlich gesagt so ein bisschen schwierig für mich. Ich musste mich entscheiden zwischen dem Max Factor Multiperfector Concealer und dem Trended Up 18 Hour High Coverage Concealer. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich mich am liebsten für die günstigere Version entscheide, was nichts damit zu tun hat, dass ich den einen mehr mag als den anderen. Ich muss aber dazu sagen, dass Trended Up für mich dieses Jahr eine Veränderung durchlebt hat, die wirklich in der Drogerie dieses Jahr ihresgleichen sucht. Nicht nur, dass sie super viele sehr virale Produkte rausgebracht haben, sondern sie haben auch einfach geschafft, die Produkte so zu machen, dass sie für viele funktionieren. Und der 18-Hour High Coverage Concealer ist ganz spannend. Es gibt nur ein kleines Problem damit. Du darfst nicht zu viel benutzen. Der ist nämlich feuchtigkeitsspendend und extrem pigmentiert. Und das ist immer so eine Gratwanderung in der Formulierung. Entweder du hast etwas, was sehr feuchtigkeitsspendend ist, dann hat es meistens nicht so viel Pigment. Oder du hast etwas Full-Coverage-mäßiges an Produkt, das ist dann aber meistens nicht feuchtigkeitsspendend. Und diese Gratwanderung, da muss man immer so ein bisschen abwägen, was ist einem hilfreich und was ist einem nicht so hilfreich. Ich lasse den Concealer jetzt wirklich einen Moment trocknen, während wir einmal Contouring auftragen, weil der so feucht ist, der Concealer, dass der wirklich ein bisschen Zeit braucht. Und auch da ist es, glaube ich, keine Überraschung, das Catrice Magic Shaper Contour und Glow Stick Produkt. Nur die Contourseite, denn es ist nicht nur eine perfekte Farbe zum Konturieren, sondern er ist auch einfach ein tolles Produkt und steht für mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen für Catrice 2023. Ihr wisst ja, ich bin eine große, große Maus, was Base angeht. Ich liebe Foundations, ich liebe Base-Produkte, Bronzer, alles, was auf die Haut direkt kommt. Es geht schnell auszublenden. Ich blende das immer mit dem Letizia T3 Brush aus der Tech Series. Das sind synthetische Haare und wenn du sie auf die Haut presst, dann wird es so ein bisschen flach und passt sich deinen Gesichtszügen an und sieht dadurch unglaublich gut aus. Während der Concealer noch einen Moment eintrocknet, schauen wir einfach mal ganz kurz, was es aktuell bei Yepoda Neues Spannendes gibt. Denn es gibt jetzt keine Ausrede mehr, Yepoda nicht auszuprobieren. Ihr wisst es, ich arbeite schon sehr, sehr lange mit Yepoda zusammen. Und in den letzten Wochen habe ich ganz, 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 ganz viele Nachrichten von euch bekommen, dass ihr ganz tolle Erfahrungen mit der Marke gemacht habt und vor allem mit den Produkten. Und ich bitte euch, wenn ihr die Produkte von Yepoda schon probiert habt, schreibt mir eure Review gerne in die Kommentare, denn so hilft es allen anderen aus der Community. Ich kann euch natürlich immer ganz, ganz viel erzählen, aber wenn noch 20 weitere Mäuse aus der Community ihre Meinung zu den Produkten abgeben, ist das immer super hilfreich. Und jetzt gibt es eine ganz, ganz tolle Sache, die ich euch gerne vor Weihnachten noch mit auf den Weg geben möchte. Entweder für euch selbst oder zum Verschenken, denn ich habe dieses unglaublich schöne Set für euch. Und zwar sind hier die Minis drin. Eine komplette Reihe der beliebtesten Yepoda-Produkte in Mini-Größen, nicht nur um die Produkte auszuprobieren. Und das ist der Punkt. Es gibt keine Ausrede mehr, die Produkte nicht auszuprobieren, sondern auch, wenn ihr vielleicht über die Feiertage oder auch in den Winterferien vielleicht verreisen wollt und nicht alle großen Produkte mitnehmen wollt. Erstmal habt ihr diese unglaublich schöne Geschenkbox, die ihr wiederverwenden könnt. Und zwar die komplette Skincare-Reihe. Was zum Double Cleansing, ihr habt was zum Abnehmen des Double Cleansings, ihr habt den Mist Have, ihr habt den Repair Hero, die Make My Day Cream, die Midnight Magic, sogar den Lichtschutzfaktor. Ihr habt 8 verschiedene Produkte in dem Set mit drin. Und zwar alle Produkte, die ihr braucht, um die Produkte kennenzulernen, um den meisten Effekt festzustellen. Ich finde, wenn ihr alle Produkte gemeinsam in einer koreanisch inspirierten Skincare-Routine verwendet, habt ihr einfach die besten Erfolge. Wir starten mit dem Calm Balm und dem Double Bubble. Das Double Cleansing, um euer Make-up, um den Schmutz des Tages wegzunehmen. Und dann könnt ihr immer erkennen, in welcher Reihenfolge ihr was benutzen sollt. Ihr habt beispielsweise den The Purify Hero und den Repair Hero. Die sind beide Step 4. Und je nachdem, was eure Haut heute oder morgen oder übermorgen braucht, könnt ihr das Ganze anpassen. Also wirklich perfekt, um eine komplette Skincare-Routine auszuprobieren und vor allen Dingen auch die Produkte kennenzulernen. Oder wenn ihr die Produkte von Yepoda schon kennt, ist das eine gute Möglichkeit, um es vielleicht der besten Freundin zu schenken oder einfach um ein kleines Backup für sich zu haben, wenn es dann doch im nächsten oder vielleicht sogar noch dieses Jahr in den Urlaub geht. Ich habe selbstverständlich auch wieder einen Rabattcode, damit könnt ihr einiges bei Yepoda sparen. Ich verlinke euch Yepoda immer unten in der Infobox. Wirklich die größte Empfehlung von mir, weil ich weiß, dass die Produkte für so, so viele von euch und auch für mich funktionieren. Und das ist der Vorteil,
Wir haben alle keine Lust und wir haben vor allen Dingen auch keine Zeit, uns den ganzen Tag darüber Gedanken zu machen. Wie kann ich dies, wann muss ich das, welches Serum hier, welche Creme da, an welcher Stelle. Es ist so einfach aufgebaut, aber trotzdem und gerade dadurch so effektiv. Die Produkte sind selbstverständlich vegan und cruelty-free, alle in Korea hergestellt. Und ich finde, das Set ist eine ganz, ganz tolle Sache. Es gibt auch noch weitere Sets auf der Webseite, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ein Cleansing-Duo, die Masken als Set oder so ein kleines Me-Time-Set, das finde ich auch ganz spannend. Da ist nämlich die Cetox-Maske mit dabei. Also schaut gerne einmal bei Yeproda vorbei. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Es lohnt sich wirklich und es ist eine super, super süße Sache für die Feiertage. Ich habe ja dieses Jahr auch wirklich vieles über meine Haut gelernt, was ich mag und was ich nicht so gerne mag. Unter anderem habe ich einfach deutlich, deutlich weniger Make-up getragen. Auch vor allen Dingen Foundations, ne? Ich gehe natürlich immer mit ein bisschen Concealer aus dem Haus oder Color Corrector hier von Charlotte Tilbury, dem Magic Vanish in der Farbe 2 und der 1. Aber dieser Concealer ist sehr, sehr gut. Ich würde mir den wirklich nochmal in deutlich anderen Farben wünschen. Ist jetzt nicht da, ist aber okay. Und ihr seht es sofort, die Base ist unglaublich schön. Wir fixieren das Ganze noch nicht, denn wir kommen natürlich auch einmal zu Blush. Und auch hier fand ich es dieses Jahr wirklich sehr, sehr spannend, wie sich die Texturen so ein bisschen verändert haben. Wir sind von wirklich vielen verschiedenen Puderprodukten zu Cremeprodukten gekommen. Und da hat Rival Loves Me mit der Cream Blush Palette für mich wirklich den Vogel abgeschossen. Denn du hast 1, 2, 3, 4 verschiedene Blushes und ein Produkt, um alle Blushes so ein bisschen schimmern zu machen. Den benutze ich selten, bin ich ehrlich. Aber das sind alle Farben, die du brauchst. Du brauchst nicht 27.000 verschiedene Blushes in 170 Milliarden Farben. Das ist Quatsch. Du kannst dir die Farben sogar mischen. Und ich benutze tatsächlich am allerliebsten diese hier. Die ist nicht so laut, die ist nicht so schrill, die ist sehr erwachsen, aber trotzdem nicht so langweilig. Ich trage mir das auf die Hand auf und gebe dem Produkt wirklich auch einen Moment Zeit, um etwas warm zu werden. Ich finde, das sollte man immer bei so Cremeprodukten machen generell, weil sie einfach von der Wärme der Haut so ein bisschen leben und auch profitieren. Ich arbeite mir das in die Hand, nehme den T3-Pinsel, aber einen anderen, arbeite mir das Produkt auch gut in die Hand und kann dann hier einfach rübergehen und habe innerhalb von ein paar Drückern auf meiner Haut ein unglaublich schönes Finish, ohne dass es zu intensiv ist. Man kann das Ganze aufbauen. Ich gehe jetzt natürlich auch ein Stückchen intensiver auf meiner Haut, weil ich das Ganze gleich natürlich noch ein bisschen fixieren möchte. Aber dieses Produkt ist einfach, es ist schnell, es ist sehr, 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 sehr günstig und du hast eine Vielzahl an Produkt. Und auch das ist etwas, was ich dieses Jahr wirklich über mich gelernt habe, dass ich einfach gar nicht so viel verschiedene Produkte brauche. Ich habe ja so einen innerlichen Wunsch irgendwie, den ich aber nicht ganz so einfach erfüllen kann. Und das ist, so eine super minimalistische Make-up-Kollektion zu haben. Also ganz wenige Produkte, ganz, ganz reduzierte Auswahl an Produkten, nur das Beste. Funktioniert in meinem Job natürlich nicht ganz so gut. Da wäre diese Palette mit dabei, weil ich einfach 4 Produkte weniger brauche in verschiedenen Farben und ich kann mir das Ganze mischen. Wenn ich will, habe ich sogar noch einen Cream Highlighter mit drin. Den kann man mal ganz gerne hier so ein bisschen übers Lippenherz setzen und du bist good to go. Großartige Palette für 3,99 € vielleicht. Zum Fixieren ist ein Produkt, welches nicht unbedingt ein Drogerieprodukt ist, aber wenn man es runterrechnet, ist es das. Das ist das Coty Erstband Powder. Das benutze ich seit 5 Jahren. Also seitdem ich YouTube mache, ist dieses Puder in meiner Make-up-Routine mit dabei, weil es einfach so genial ist. Du hast erstmal, ich glaube, 60 Gramm sind mit drin. Ah, da ist jetzt ein Kleber drauf. Es müssten 60 oder 80 Gramm mit sein. Es gibt es in verschiedenen Farben. Es gibt es bei Amazon. Man muss immer so ein bisschen mit den Preisen schauen, weil Amazon natürlich die Preise immer so ein bisschen anpasst. Aber dieses Puder macht dir, oder mir in dem Fall, dieses super weich gezeichnete. Ich habe leider ein kleines Problem. Ich habe nämlich das Falsche gekauft. Das ist nämlich jetzt Naturally, das ist jetzt Translucent Extra Coverage. Das beste Puder, das gab es aber zu dem Zeitpunkt nicht. Ich muss jetzt mal wieder schauen, ob es das wieder gibt, ist Naturally Neutral, weil das nochmal ein bisschen mehr Deckkraft hat und nicht so schnell so weißlich aussieht. Nichtsdestotrotz ein großartiges Produkt. Der Geruch, ich mag ihn tatsächlich sehr gerne. Was dieses Puder aber einfach macht, ist, ihr seht es, ist diffust einfach eure Haut ganz, ganz, ganz besonders. Ich gehe damit einfach über mein Gesicht, überall so ein bisschen rüber und habe
das schönste Finish. Und auch das funktioniert perfekt mit der Serum Foundation von Neo Makeup. Das ist wirklich, wirklich unglaublich. Und es hält wirklich gut. Es ist günstig, es riecht. Ich mag den Geruch sehr, sehr gern. Es riecht so ein bisschen nach Chanel Nummer 5. Das Finish ist toll, die Deckkraft ist toll. Das funktioniert mit fast jedem Concealer. Das gibt seit 1900. 35. Ich kämpfe seit 5 Jahren dafür, dass es dieses Puder wirklich auch auf dem deutschen Markt offiziell gibt und nicht irgendwie bei Amazon. Wir sind nicht so erfolgreich dabei, aber ich gebe nicht auf. Es ist einfach das beste, beste Puder. Ich gehe jetzt einmal schnell hier durch die Augenbrauen durch. Ich mache ja mittlerweile kaum noch etwas an meinen Augenbrauen. So, es ist völlig ausreichend. Und wir brauchen noch mal so ein bisschen Farbe. Und auch da muss ich sagen, hat Catrice dieses Jahr wirklich was ganz Besonderes gemacht. Catrice war für mich immer so die Brand, die war eher so Augen und Lippen. Dieses Jahr gar nicht. Dieses Jahr war der Fokus bei Catrice meines Erachtens nach auf der Base. Und die Holiday Skin Bronze and Glow Palette, vor allen Dingen dieser Bronze-Ton, unbeschreiblich. Wenn ihr, genauso wie ich, seit Jahren dem Hatie und Love Bronzer hinterhergetrauert seid, oder hinterher trauert. Das ist die beste Alternative dazu. Es gab mal von Essence, gab es mal ein Bronzer. Ich weiß nur nicht mehr, wie der heißt. Da war so ein Kakaoblatt drin. 0%, Zero, Biodegradable, irgendwas. Ihr wisst, was ich meine. Dieses Ding. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Genauso, nur du hast halt noch einen Highlighter mit drin. Und wenn du es eher ein bisschen schimmernd magst, kannst du das Ganze auch ein bisschen mischen und hast dann eher einen etwas Glowy Bronzer. Unglaublich pigmentiert, er ist nicht zu kühl. Ich finde, das ist auch eher ein Bronzer als ein Highlight, als ein Konturprodukt. Es wurde ja so ein bisschen gehandelt als Alternative zu dem von Charlotte Tilbury. Der von Charlotte Tilbury ist deutlich kühler, das weiß ich mittlerweile auch. Das ist aber trotzdem ein tolles Produkt. Es geht so schnell, es ist so günstig und schaut mal, wie viel Farbe ich gleich wieder ins Gesicht bekommen habe. Nur mit diesem einen kleinen Bronzer. Ich kann auch den Highlighter nehmen, einfach so ein bisschen hier rüber blenden. Ich bin nicht mehr so die größte wirklich Highlighter-Highlighter-Maus als Highlighter. Ich nehme die meistens punktuell so ein bisschen auf der Nase oder hier so wie jetzt auf dem Lippenherz und habe einfach ein schönes Finish. Und dann nehme ich nochmal das restliche Produkt an meinem Pinsel und blende nochmal einfach alles zusammen. Ich bin ja auch, das wisst ihr, nicht die größte Blendemaus. Mir ist das alles zu langweilig. Ich hasse es, so stundenlang in meinem Gesicht rumzublenden und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Ich nehme meistens einen Pinsel und dann ist es gut. Die Base gefällt mir aber ausgesprochen gut. Wir haben noch etwas zum Fixieren und da ist es dieses Jahr wirklich das Art Deco 3-in-1 Make-up Fixing Spray gewesen. Ich glaube auch schon im letzten Jahr ist es mittlerweile auch schon leer. Ich habe irgendwo schon eine neue Flasche da. Aber eine ganz, 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 ganz kleine Menge ist noch da. Dieses Spray, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber es sorgt dafür, es ist so ein Zwischending. Es ist nicht nur ein Fixing Spray, sondern es ist auch ein Setting Spray. Und du musst da nicht 5 verschiedene Sprays in dein Gesicht sprühen. Es verlängert die Langlebigkeit deines Make-ups. Es gibt Frische. Du kannst es als Primer benutzen. Ich sprühe es auch gerne dazwischen mal irgendwo zwischendrin mit rein. Und es sind 100 Milliliter drin. Die meisten Setting Sprays haben 50, 75 Milliliter mit dabei. Das ist groß. Das ist gut. Das ist günstig im Verhältnis runtergerechnet zu anderen. Ohne dass es die Haut so stark austrocknet. Ohne dass es aber so glitschig wird. Eine tolle Kombination aus allen Produkten. Ich lasse das nun so einen klitzekleinen Moment auf meiner Haut, dass das alles richtig schön einziehen kann und dann kommen wir zu den Lippen. Ich finde es ganz spannend, jetzt wenn ich mich so in dem Viewfinder einmal anschaue, dass das so mein typisches Alltags-Backup ist. Was heißt spannend? Ich bin nicht überrascht, weil ich ja in meine Jahresfavoriten nur die Produkte mit reinnehme, die ich regelmäßig benutze. Ab und zu mische ich da natürlich auch mal einen High-End-Bronzer mit rein. Gerade der Victoria Beckham Bronzer hat dieses Jahr wirklich einen Großteil, oder jetzt die letzten Wochen vor allen Dingen, eigentlich alle so ein bisschen abgelöst für mich. Oder auch mal den Natasha Denona Concealer. Wenn ihr wollt, mache ich euch das Ganze natürlich auch gerne nochmal mit den High-End-Produkten. Ich wollte euch jetzt aber meine liebste Lippenkombination vorstellen dieses Jahr. Denn das ist etwas, was ich wirklich rauf und runter getragen habe. Und ich bin Tatsache wieder bei Art Deco. Art Deco ist dieses Jahr für mich eine sehr, sehr wichtige Marke geworden, weil ich sie zu schätzen gelernt habe. Ne? Art Deco gibt es schon immer. Meine Mutter, das Magic Fix, das Produkt für die Lippen, was jeden Lippenstift zu einem Liquid Lipstick magisch umfunktioniert, benutze sie, glaube ich, seit 35 Jahren. Aber Art Deco ist so eine stabile Marke geworden. Eine ganz stabile Marke, die tolle Produkte hat. Sie sind etwas hochpreisiger im Vergleich zu anderen Drogerieprodukten, dafür aber
fast alles oder ich glaube sogar alles made in Germany. Und ich finde, du merkst einen Unterschied. Mein allerliebster Lip Liner ist die 140. Und am liebsten mag ich ihn, wenn er nicht so ganz angespitzt ist. Weil er dann nicht so präzise ist. Ich mag es nicht, wenn die Lippenkontur so ganz scharf ist, sondern ich möchte so eine ganz leichte, verwischte Kontur haben. Ich finde, das macht die Lippen immer noch so ein bisschen natürlicher und größer und es ist auch einfach meine perfekte Lippenfarbe. Ich trage ihn auch gleich so ein bisschen über meine gesamte Lippe auf und das reicht. Das ist ein clean Make-up. Das ist reduziert, das ist schlicht, das ist ein bisschen Fokus auf der Haut. Ich liebe den Fokus auf der Haut, das wisst ihr. Ich finde, wenn du keine Lust auf Make-up hast und das kennen wir alle oder keine Zeit für Make-up hast oder dich einfach nur gut fühlen möchtest. Ich fühle mich am besten, wenn ich eine schöne Base drauf habe, nicht wenn ich einen schönen Lippenstift trage. Wenn ich weiß, meine Haut sieht toll aus, weil das das meiste ist, was in meinem Gesicht ist. Ich habe sehr viel Gesicht und ich möchte, dass sehr viel sehr hübsch ist. Und Augen, ja, ist schön und kannst du den Fokus auch drauf legen und das machen wir auch im nächsten Teil. Aber das ist so eine Base, wo ich sage, wow, die gefällt mir richtig, richtig gut. Und als Gloss möchte ich es tatsächlich mit dazu nehmen, weil es so ein bisschen stellvertretend für die komplette Kollektion ist, ich aber nicht alle Produkte nur aus meinen eigenen Produkten nehmen wollte. Der Galaxy Lip Gloss von Revelast Me und Mir. Ein tolles Produkt. Ich liebe den Geschmack. Ich liebe die Farbe. Ich liebe den Glow auf den Lippen. Es ist eine schöne Farbe. Passt sich so ein bisschen an. Passt zu jedem Lip Liner, zu jedem Lippenstift. Und ich habe eine perfekte Lippenkontur. Und das, ihr süßen Mäuse, ist mein Jahresfavoriten-Base-Make-up. Wir werden das Ganze natürlich noch ein bisschen erweitern. Im nächsten Teil haben wir noch mal etwas Spannenderes auf den Lippen. Wir haben was auf den Augen. Und wir haben noch einige weitere Alternativen, die ihr euch wirklich nicht entgehen lassen solltet. Was ihr euch auch nicht entgehen lassen solltet, sind die wunderschönen Sets von Yeboda. Schaut da unbedingt gerne einmal in der Infobox vorbei. Ich verlinke euch alle Informationen, die ihr braucht. Unten vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Schreibt mir bitte unbedingt eure Jahresfavoriten in die Kommentare. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.